Frau Hellingbla. Wir sprechen heute mit Katrin Hellingbla. Sie ist Expertin für Gesundheits- und Rechtspolitik der FDP-Bundestagsfraktion und seit 2017 auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Unsere treuesten Hörerinnen da draußen kennen sie auch schon, und zwar aus unserer Episode 18b. Damals ging es um die Rolle des Heilpraktikers im deutschen Gesundheitswesen. Hallo erstmal. Hallo. Heute soll es aber um etwas gehen, von dem ich hoffe, dass es trotz Corona nicht vergessen wird, und zwar die Sterbehilfe. Ich hatte das ja auch in den letzten Episoden immer mal wieder erwähnt, auch die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Wir können natürlich aber in diesen Corona-Covid-Zeiten nicht ganz umhin, doch ein wenig zu plaudern, auch über dieses Thema. Deswegen vorweg zwei Fragen. Erstmal, wie geht es Ihnen, und befinden Sie sich inzwischen auch in einer selbstverhängten Quarantäne? Und die andere Frage, nächste Woche ist ja auch dann wieder Sitzungswoche. Wie geht eigentlich der Bundestag mit der Situation um? Ist ja eine Versammlung von über 50 Personen und so. Also erstmal, ich bin nicht nur in Selbstquarantäne, sogar in angeordneter Quarantäne. Ja, durch den Zusammenfall der Tatsache, dass ich in einer Fraktionssitzung mit erkrankten Kollegen war und ein krankes Kind habe, das sich im Kindergarten, wie es zwischenzeitlich ein Test ergeben hat, im Kindergarten irgendwas anderes eingehandelt hat. Das führte dann im Ergebnis dazu, dass mein örtliches Gesundheitsamt mich aber nur noch bis heute unter Quarantäne gesetzt hat. Wie alt sind Ihre Kinder nochmal, oder ist das Kind? Der im Kindergarten ist es 3 und der Kleine ist 10 Monate alt. Und wie schlimm ist das so zu Hause, was mir noch bevorsteht? Auch bis jetzt geht es erstaunlich gut. Die haben sich irgendwie schnell dran gewöhnt. Ja, das freut mich sehr zu hören. Ja, und auch danach werden natürlich die sozialen Kontakte weiter runtergefahren, soweit es geht. Wie das nächste Woche geht, wissen wir auch noch nicht so richtig. Ja. Klar ist aber ja, dass wir als Gesetzgeber irgendwie handlungsfähig bleiben müssen und ja faktisch auch sind. Das heißt, die zuständigen parlamentarischen Geschäftsführer werden sich jetzt wohl Gedanken machen, welche Sitzungen gegebenenfalls unterlassen werden können, wie wir das in den Sitzungssälen regeln können, dass der Abstand zwischen den Leuten möglichst groß ist, dass belüftet wird. So richtig übel nehmen, wenn da wenig Leute im Plenum sitzen. Und alle mit Masken. Jetzt vielleicht auch nicht. Ja, na, da haben wir ja nicht genug. Ja, das wäre ja jetzt nicht so schön, wenn wir die Masken, die im Krankenhaus fehlen, dann im Plenum. Dann lieber gleich zur Charité rüberbringen, ist ja nicht weit. Ja. Ich wollte ganz kurz fragen, sind Sie irgendwie, wissen Sie schon, ob es irgendwie eine Diskussion dazu, Diskussion gibt es ja, aber eine Aussicht darauf gibt, dass das die Notstandsverordnung mit aufgenommen wird, so ein Fall? Oder das ist ja sozusagen das Triftigste, dass man sagt, okay, kann ein Notparlament auch in so einer Krise zusammenkommen, nicht nur im Kriegsfall? Das wird diskutiert, ja. Ob es dazu kommen wird oder nicht, weiß ich nicht, weil wir im Moment ja jetzt auch keine, sondern die nächste Fraktionssitzung erst wieder nächsten Dienstag ist, wo wir dann im Detail über alles informiert werden, was da so kommt. Aber ich mal so ganz undetailliert und undifferenziert würde ich davor warnen, jetzt aus dieser Krise Schlüsse zu ziehen, die auf Dauer uns in unserer Demokratie und in unserem Demokratieverständnis irgendwie beeinträchtigen. Wir sind als Parlament weiterhin handlungsfähig. Was anderes können wir uns auch nicht einreden im Moment, sondern Corona wird aller Voraussicht nach allem, was wir wissen, nicht dazu führen, dass das Parlament nicht mehr zusammentreten kann oder nicht beschlussfähig wäre. Insofern, da jetzt Aktionismus an den Tag zu legen und die Möglichkeiten der Notstandsgesetzgebung drastisch auszuweiten, da würde ich eher vorwarnen, als da jetzt voranschreiten zu wollen. Okay, so viel aber hierzu, das ist ja vielleicht in einem halben Jahr sonst auch nicht mehr aktuell oder hoffentlich nicht mehr aktuell. Gehen wir doch über zum eigentlichen Interview. Wir wollen uns ja heute mit einem Thema beschäftigen, was ich jetzt schon zweimal im Podcast auch erwähnt hatte. Und also es sind zwei Themen eigentlich, die aber sehr eng miteinander verbunden sind. Das eine betrifft den Gesundheitsminister Spahn und das BfArM, und das andere natürlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Paragraphen 217. Also es geht um Sterbehilfe. Ich habe das zwar selbst in meinen eigenen Worten immer geschildert, aber vielleicht ist das zu angehaucht gewesen. Vielleicht wollen Sie kurz die Entscheidung in Ihren eigenen Worten erläutern und dann natürlich auch, wie Sie die bewerten.
Also im Zentrum der Entscheidung stand ja der Paragraph 217 Strafgesetzbuch, den Sie gerade schon erwähnt haben, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hat. Geschäftsmäßig, das hieß nicht unbedingt gewerblich, sondern das hieß mit Wiederholungsabsicht. Das heißt, wenn ein Arzt beispielsweise Sterbehilfe geleistet hat und sich dabei überlegt hat, ah ja, das würde ich in einem weiteren Fall auch so tun, dann hatte der jedenfalls oder stand der schon unter der Bedrohung quasi, sich da strafbar zu machen. Gegen diese Strafrechtsnorm ist Verfassungsbeschwerde eingelegt worden und auch entschieden worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat in einem sehr klaren Urteil deutlich gemacht, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt, aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet, dass man sich nicht nur selber das Leben nehmen darf, sondern dabei auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen darf. Meine Lieblingsstelle, ich bin ja Juristin, das heißt, ich mag solche Urteile, meine Lieblingsstelle in dem Urteil, da führt das Gericht aus, dass es einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz nicht geben darf. Das heißt, der Gesetzgeber kann sich nicht zum Lebensschützer über das eigene Leben aufschwingen, wenn man selber selbstbestimmt eben darüber auch entscheiden kann. Und diese Ausführung hat das Bundesverfassungsgericht eben gemacht. Es hat gesagt, der vorherige 217 StGB führt dazu, dass das Recht auf assistierten Suizid faktisch unmöglich gemacht wird, weil sich keiner mehr traut, weil es keine Angebote gibt. Und dass er deswegen verfassungswidrig ist. Es hat aber auch gesagt, dass der Gesetzgeber durchaus Regelungen treffen darf, aber eben nur Regelungen, die zum Ziel haben, die selbstbestimmte Entscheidung sicherzustellen. Ja. Und ich fand, klingt, glaube ich, durch. Das Urteil. Haben Sie sich live angehört? Ich war da, ja. Okay. Hat mich ja sehr gefreut, für die Betroffenen auch, die sich ja auch, also wir haben uns immer ja schon um die Thematik Sterbehilfe in meinem Büro gekümmert. Das heißt, wir haben da auch viele Zuschriften immer wieder von Betroffenen bekommen. Und so habe ich mich für die Betroffenen sehr, sehr gefreut und auch dafür, dass das Bundesverfassungsgericht so liberale Gedanken geäußert hat. Eine gute Entscheidung für die Selbstbestimmung. Ja, nach dem Gesetz ist ja vor dem Gesetz, haben wir schon angesprochen, dass es da durchaus gesetzgeberische Möglichkeiten gibt und die auch sehr wahrscheinlich genutzt werden, weil irgendwie sollte man das ja vielleicht schon regeln, wenn es denn auch erlaubt ist. Sie haben jetzt ja einen ersten Vorschlag vorgelegt. Wollen Sie das Eckpunktepapier vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, klar, gerne. Also ich würde mir eine Form von Beratungslösung vorstellen. Also ich glaube, wir sollten tätig werden, um einen klaren Rahmen zu haben. Wir sollten nicht ins Strafgesetzbuch schreiben, sondern wir sollten ein liberales Sterbehilfegesetz, so nenne ich das immer, also ein Gesetz machen, das wirklich erklärt und Voraussetzungen schafft und sagt, so kann der Weg sein, wenn jemand den Weg der Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Das heißt, Voraussetzungen für institutionalisierte Sterbehilfe durch Ärzte und so weiter gesetzlich, durch Ärzteorganisationen gesetzlich formieren. Natürlich kann niemand, das hat auch das Bundesverfassungsgericht betont, niemand verpflichtet werden, kein Arzt Sterbehilfe zu leisten. Das muss man auch herausstellen. Ansonsten, meine Beratungslösung würde vorsehen, dass man zunächst mit dem Arzt des Vertrauens darüber spricht, er einen auch über die Möglichkeiten der Sterbehilfe aufklärt, aber auch schaut, ist er der Auffassung, dass der Betroffene denn einwilligungsfähig ist, dass er den Wunsch, den er hat, auch frei verantwortlich gebildet hat und nicht von anderen da beeinflusst worden ist und dass er auch das Gefühl der Ernsthaftigkeit hinter diesem Wunsch hat, dann würde es an zweiter Stelle aus meiner Sicht Beratungsstellen geben müssen, die eine ganz umfangreiche Prüfung dann noch machen, wo man Fachexperten jeweils hinzuziehen sollte, Psychologen, Sozialarbeiter beispielsweise, die dann jeweils auch andere Wege aufzeigen können, auch Beratungsangebote leisten können, wenn jemand möglicherweise nur Unterstützung in einem Pflegeheim braucht und um da entsprechend abzusichern. Auch da sollte nochmal geprüft werden, Einwilligungsfähigkeit, Ernsthaftigkeit des Suizidwunsches. Und schließlich könnte man dann auch zu der
Sterbehilfehandlung kommen, da würde ich auch vorschlagen, dass es eben eine weitere Person, also nicht der Arzt oder derjenige aus der Beratungsstelle, die die Sterbehilfe leisten dürfen können sollte, sondern eben eine weitere Person, um da ein Vier-Augen-Prinzip zu haben. Mhm. Und ich würde nach allem, was ich bis jetzt weiß, einen Abstand von mindestens einer Woche vorsehen. Da ist aber noch viel, also ich habe ja jetzt gerade den Vorschlag an die Kollegen der anderen Fraktionen und natürlich auch meine eigene Fraktion verschickt und hoffe, dass wir jetzt da in den nächsten Wochen dazu kommen, das ganz, ganz intensiv und detailliert gemeinsam zu diskutieren und dann auch einen tollen fraktionsübergreifenden Vorschlag auf den Weg bringen. Ich habe mal so ein paar Eckpunkte da. Hm. Ja, wie haben Sie denn schon Rückmeldungen erhalten oder weil es ja so frisch ist noch nicht? Doch, wir haben ja schon direkt kurz nach, einen Tag nach dem Urteil verschickt, um eben klarzumachen, dass wir auch da den Anspruch haben, dass die Initiative aus dem Parlament kommen sollte und fraktionsübergreifend sein sollte und sich da jetzt nicht irgendwie die Koalition auf den Weg begeben soll. Und aus meiner eigenen Fraktion habe ich logischerweise sehr viele Rückmeldungen bekommen. Also Christian Lindner ist dabei, Marco Buschmann, unser erster parlamentarischer Geschäftsführer, ist dabei. Aber auch aus anderen Fraktionen habe ich von der Linken über die SPD, über die Grünen Rückmeldungen bekommen, dass man da doch bereit ist und gerne gemeinsam an etwas arbeiten möchte. Ja. Super. Schön. Drücken wir die Daumen und vor allem auch, dass das Thema trotz der gegenwärtigen Krise dann irgendwie auch nicht vergessen wird. Es könnten aber noch mehr sein, also sollte einer meiner Kollegen zuhören. Ne? Dann mache ich doch gleich mal einen Appell an die, zumindest an die sozialdemokratische Fraktion. Meldet euch doch mal bei der Kollegin Helling Plaar. Wir haben ein zweites Thema, was eigentlich sehr eng miteinander verbunden ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, zumal viele davon ausgegangen sind, dass sich die 2017-Entscheidung da auch auswirken würde, zumal, glaube ich, auch das BMG immer darauf verwiesen hatte. Ich glaube, die jüngste Mitteilung war, aber das hinge ja nicht zusammen. Es geht um die Haltung des BMG, beziehungsweise vor allem vom Bundesgesundheitsminister Spahn, dass ihm unterstellte, BfArM nicht die Erlaubnis zu erteilen, tödliche Betäubungsmittel herauszugeben. Selbst auch für schwerstleidende Menschen. Da gab es ja auch ein anderslautendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Sie haben ja eine Anfrage an das BMG gestellt. Wie war denn da die Antwort? Eine Anfrage ist gut. Ich habe zwischenzeitlich unzählige Anfragen an das BMG gestellt. Das BMG hat mittlerweile eine Tabelle entwickelt, weil ich auch immer wieder nach den Fallzahlen gefragt habe, eine Tabelle entwickelt, mit der sie mir antworten. Aber vielleicht einfach von vorne, das BMG hat da einfach oder verfolgt da von Beginn an eigentlich eine beispiellose Hinhaltetaktik, wenn man so will. Erstmal hat man gar nichts gemacht, dann hat man ein Gutachten beauftragt, von dem man von vornherein schon wusste, dass Herr Di Fabio sagen wird, ja, und Bundesverwaltungsgerichtsurteil, alles schwierig. Dann hat man diese Anweisung gegenüber dem BfArM erteilt, Anträge zwar zu prüfen, dann aber alle abzulehnen. Mhm. Dann hat man immer wieder auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil verwiesen, obwohl man ja eigentlich wusste, dass es nicht Gegenstand des Bundesverfassungsgerichtsurteils ist. Jetzt ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil da, das sogar sagt im Nebensatz, im Übrigen ist auch fraglich, ob man nicht Regelungen des Betäubungsmittelrechts nochmal irgendwie anpassen sollte oder sowas. Nun ist es da. Ja. Jetzt sagt man erst, ja, das Urteil räumt zwar ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein, Spahn sagt aber dann, ja, aber dieses Recht, das bezöge sich oder gäbe ja keinen Anspruch gegenüber Dritten. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist aber ja kein Dritter, sondern eine Bundesoberbehörde. Mhm. Also auch das eine Ausrede, mit dieser Ausrede konfrontiert. Ich habe es dann ja nochmal gefragt, letzte Woche im Parlament selber, als Spahn dort Rede und Antwort stand, sagt er dann, ja, aber das Bundesverwaltungsgerichtsurteil sei ja unter anderen Vorzeichen entstanden. Da hätte es ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch gar nicht gegeben. Und außerdem solle man doch jetzt warten, weil noch eine weitere Vorlage beim Bundesverfassungsgericht läge, die sich genau mit dem Betäubungsmittelrecht befassen würde. Also das bezieht sich jetzt auf weitere Kläger, die gegen ihre ablehnenden Bescheide durch das BfArM klagen. Da hat das Verwaltungsgericht Köln eben eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gemacht. Aber aus meiner Sicht muss man doch im Wege eines Erstrechtsschlusses sagen, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, dann muss ich doch auch dazu kommen, dass
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das gesagt hat, schwer und unheilbar Kranke haben in besonderer Notlage ein Recht auf Natriumpentobarbital, dass das dann erst recht ja wohl richtig sein wird. Aber nein, es gibt weitere Ausreden, weitere Hinhaltetaktik. Katastrophe. Deswegen finde ich es übrigens so wichtig, dass wir keinesfalls da irgendwie dazu kommen, als Parlamentarier das weitere Vorgehen in Sachen Sterbehilfe da aus der Hand zu geben, sondern dass wir da tatsächlich eine Initiative aus dem Parlament brauchen, nicht irgendwie, dass die Koalition oder Herr Spahn da irgendwas sich da zurechtbastelt. Wollen Sie spekulieren, warum Spahn da so widerstandsfähig ist? Ja. Ich finde es eine Katastrophe, dass er sich da wirklich so dagegen stellt. Das sind ja leidende Menschen, ne? Also wir reden ja jetzt nicht von der Zukunft des 217er oder sowas oder eines neuen Paragraphen, sondern wir reden ja jetzt von ganz akut leidenden Menschen in höchster Not. Ja, das ist schwer und unheilbar krank in einer besonderen Notlage. Das ist, ich weiß es schlicht nicht, ob es an seiner persönlichen Überzeugung liegt oder ob ihm seine Partei da ausreichend Druck macht und sagt, das geht gar nicht oder wo es einfach unvereinbar ist. Ich weiß es schlicht nicht. Herr Gröhe hat ja ähnlich oder hat ja angefangen mit dem Vorgehen. Ja, gut, dann wollen wir es dabei stehen lassen und hoffen, dass es irgendwann eine rechtssichere Lösung für all das gibt und hoffentlich nicht in zu ferner Zukunft, sondern in erträglicher Zukunft. Genau, und viel Kraft für Ihre Quarantänezeit. Genau, alles Gute. Dankeschön. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch. Dann tschüss. Ihnen auch. Tschüss.